Der Michelsmarkt war am vergangenen Wochenende in Andernach angesagt. So strömten bei herrlichem Sonnenschein tausende Besucher in die Innenstadt, um rasante Fahrgeschäfte wie Fliegender Teppich, Ringracer oder die Berg- und Talbahn-Wellenreiter zu erleben. Daneben gab es wieder die bewährten Kinderfahrgeschäfte sowie Wurf- und Schießbuden jeglicher Art, die zum Vergnügen und Verweilen einluden. Natürlich war auch der altbewährte Treffpunkt die Südkurve am Ochsentor stets umlagert und bot ein tolles Unterhaltungsprogramm. Für Speisen und Trank war ebenfalls bestens gesorgt. Von Sonntag bis Dienstag schlugen außerdem noch rund 300 fliegende Händler ihre Stände in der City auf. Damit ist der Michelsmarkt der größte Krammarkt im nördlichen Rheinland-Pfalz. Vom Schnürsenkel über alle möglichen Haushaltswaren bis hin zur Bekleidung konnte hier jeder etwas Passendes finden. Gleichzeitig luden die Andernacher Einzelhändler zum verkaufsoffenen Sonntag ein und das Duo Indian Spirit sorgte dabei für die musikalischen Klänge.